Wer spricht dort? Baron die Also, ich... Steppen, gemeinsam mit Rabenblüt. Zeigt euch, kommt ans Licht! Kommt ihr ans Licht? Ich richte mich auf. Ich halte mal die Hand hoch. Greifenwund und Gefolge, kommt ran! Weitere Schlurfen. Und dann treten zwei weitere schwarze Gestalten auf euch zu. Diese sind ja, ziemlich jung noch, im Gegensatz zu dem anderen Alten. Ebenso in die Roben gekleidet, dicke Winter- und Wollkleidung und an ihrem Gürtel tragen sie einen Rabenschnabel. Was geht hier vor sich? Gute Frage, wer schleicht sich an unser Lager an? Die Nacht ist des Borons. Wir schleichen nicht. Wir geben uns offen zu erkennen. Ihr hingegen, was tut ihr hier mit Boronhard? Er ist verletzt. Offensichtlich, Magister, der Magister hier versucht gerade ihn zu stabilisieren. Wenn ihr ihn doch bitte arbeiten lasst. Was habt ihr getan? Wir haben sein Lager versucht zu infiltrieren. Er ist ein alter Mann, wollt ihr mich verarschen? In der Eine klapprige Gestalt schleicht sich in der Nähe der Schwarzen Lande nachts an unser Lager an. Und wir sollen erst alter Mann und dann kalter Alrik denken. Die Schwarzen Lande sind fern von hier. 14 Die Tage. Schwarz. 14 Tage. Ihr wisst ganz genau, dass es für Untote keine 14 Tage sind. Die marschieren die Nacht durch, die marschieren durchs Kalte. Ich wollte Was sagen, tut ihr in hier? braunen Klammern haben wir zuletzt einen Untoten gesehen, der dort war. Wir Das haben kommt noch vorhin den dazu. schwarzen Mann gesehen. Wir sind auf der Suche nach ihnen. Hier treiben sich einige Gule umher. Aber er ist keiner von ihnen. Das sehen wir jetzt auch. Setzt euch, wischt euch den Schnee ab, lasst den Magister arbeiten. Und genau das tue ich auch. Ich ignoriere alles um mich herum. Wie gesagt, ich will ihn stabilisieren. Ich gebe ihm ein paar Mittelchen, damit er zumindest keine Schmerzen mehr hat, dass er ja schon anfängt zu heilen. Ich würde gerne seinen Arm heilen. Nicht alle drei Wunden, aber zumindest eine Wunde heilen, während ich den wieder richte und schiene. Naja, für eine Wunde musst du mindestens 7 ASP ausgeben und die Erschwernisse sollten, glaube ich, trotzdem für drei Wunden da sein, oder? Wenn du halt nur eine, kann man nur eine Wunde verbinden? Erschwernisse sollten trotzdem da sein, oder? Ja, Verbinden nicht, Erschwernisse ihr ist für drei meint. Wunden am Arm, klar. Ja. Also verbinden möchte ich gerne alles, aber ich würde gerne eine magisch heilen, Ja, damit mindestens er schon 7. wieder anfängt zu heilen. Ansonsten 14 oder 21. Aber die Naja, kann ich Erschwernisse für drei verstehen. Armwunden ist halt Drei trotzdem Wunden gegeben. plus 12 am Arm. Also Plus Heilkunde 12, ja, Wunden das ist sollte ich doch erschwert um wissen. 12 und auch die Balsamprobe ist erschwert um 12. Denk dran, dass du eine erleichternde Anatomie schmeißen kannst. Nicht für den Balsam Genau. und für die Heilkunde. Nee, für den Balsam nicht, nee. Nein, also zunächst möchte ich einen Balsam wirken und dann möchte ich ihn anatomisch untersuchen und während der Balsam wirkt, möchte ich helfen, dass sein Knochen halt, möchte sein Knochen so wieder richten, dass er vernünftig zusammenwächst. Den Balsam dafür nutzen, dass schon zumindest die Knochen wieder halbwegs zusammenwachsen. Ja, das ist ja Und das, dann was du möchte ich sowieso den dann Arm 10 Minuten verbinden. lang tust. Der Zauber Ja, wirkt ja, genau, und du musst dich das da 10 beschreibe Minuten ich gerade. konzentrieren. Genau, das beschreibe ich gerade. Ja, während du da dein Lied singst oder die magischen rituellen Formeln sprichst, die dir beigebracht wurden, wird dann natürlich auch nochmal, ja, der Boroni oder Golgarit, ihr seid euch da nicht ganz sicher, zumindest sollten die eigentlich in Plattenrüstung rumlaufen, noch einmal herantreten, nicken, kahl rasierter Schädel, die Kapuze zurückschlagen. Wir sind direkt im Auftrag des Raben von Punin hier. Ihr solltet Und dann also ist überlegen, wen ihr in der Nacht angreift. Ja, natürlich, es mag hier einige Ghule und Untote geben, weit entfernt von den Schwarzen Landen, aber ohne dass ihr vorher nachgesehen habt, was ihr da tut, ihr seid doch von Sinn. Er hat gerufen, es wurde nicht geantwortet, es wurde nur gestöhnt. So ist es passiert, wenn man sich an ein Lager anschleicht. Na, da bin ich mal auf die Spuren gespannt, falls es noch welche geben sollte. Aber es schneit. Stört es euch, wenn wir uns dazusetzen? Natürlich nicht. Die Diener Nacht ist der zwar des Götter sind. Borons, aber wir werden dann hier verweilen, gerade wenn der Boronhard nicht mehr der Reise fähig ist, was auch immer ihn getrieben hat. Natürlich. Diener der Götter sind an unserem Feuer immer willkommen. Aber die Frage ist gut: Was genau hat ihn getrieben? Er sieht nicht aus, als sollte er in einer solchen Umgebung unterwegs sein. Nein, sollte er nicht. Er ist ein alter Mann. Seine Knochen macht nicht mehr mit. Sein Fleisch ist schwach. Warum, wenn die Frage erlaubt ist, ist er dann hier? Das weiß ich nicht. Wir wurden im direkten Auftrage des Raben gesandt, von Punin hierher. Um ihn zu holen. Nein, nicht um ihn zu holen.
um gemeinsam mit ihm der Ghoul-Sache auf die Spur zu gehen. Ja, wir sind diejenigen, die ihn eigentlich beschützen sollen, doch er wird getrieben von Visionen, von Gesichten. Er ist ein Mann von Bestariel. Und warum schleicht er dann alleine durch die Büsche? Er ist ein Schlafwandler-Magier, hört doch zu. Und ihr könnt einen Schlafwandler nicht bewachen? Es ist dunkel. Und ja, wir waren auf der Suche nach ihm. Und wir hätten ihn auch fast erreicht. Gäbe es da nicht diesen Zwischenfall? Also gut, wir wollen euch nicht vom Schlafen abhalten. Ich versichere euch, der gute Magister hier ist ein sehr kompetenter Ausüber seines Faches. Naja, Bruder Boronhard wird schon bald wieder auf den Beinen sein. Ja, während sich die beiden Boron-Geweihten niedersetzen, könnt ihr ja eben erkennen, wie sich Iolaos dem alten Mann annimmt, dessen ja, Knochen wirklich sehr kaputt sind, durch das Alter eben ja spröde geworden, ebenso vielleicht auch wie das Gebirge. Was auch immer sie dann hier tun, mitten in der Nacht, Ghule jagen, eine Gesichte von Bestariel folgend. Aber irgendwann werden dann auch bald die 2 Stunden der Wache vorbei sein, nachdem ihr alle wach wart und die nächste Feuerwache beginnt. 1 mit Torgosch und Igna. Ja, wenn Jalan mich weckt, möchte ich den kurz mit meiner Pechfackel bis kurz vorm Lager irgendwie so 10 Meter weg entführen. Ich muss mal kurz was mit dir besprechen. Was gibt's denn? Wenn wir dann so, also sind wir aus Hörreichweite mit 10 Metern oder nicht? Du kannst so weit gehen, wie du willst, dass ihr dann außer Hörreichweite seid, ja. Okay, ich wollte dich nur noch mal daran erinnern, weil du gerade Iolaos geschrien hast. Wenn wir Decknamen benutzen und du in Notsituationen den anderen Namen schreist, werden die Leute sehr verwirrt sein. Ja, in der Tat, ihr habt recht. Verzeiht. Vor allen Dingen mit der Torwallerin, die mit uns reist, auf deren Vertrauen würde ich nicht setzen. Die mag mir zwar gefallen, aber dass sie schweigt, weiß ich nicht. Wir müssen vorsichtiger sein. Aber jetzt geht erstmal schlafen. Ihr seht müde aus. Ja, verzeiht. Deswegen haben wir ja früh mit den Namen angefangen, damit wir uns alle dran gewöhnen können. Richtig, richtig. Gut. Und dann setze ich mich mit Igna an das Feuer und spiele Karten. Wollen die Boron-Geweihten mitspielen oder schlafen die ein? Oder was machen die? Die Boron-Geweihten werden wachen. Sie wirken sehr unheimlich auf dich, wie sie da mit ihren kahlen Köpfen, vor allem dann die Augen auch auf dem schlafenden, immer noch leicht zuckenden Boronhard ihre Augen gerichtet haben. Und immer mal wieder schlägt er auch die Augen auf, obwohl er schläft weiter, hat aber die Augen offen, richtet sich dann auf, versucht seinen Arm zu heben, deutet dann teilweise auch durch das Feuer auf dich. Du kannst dann auch kurz überlegen, ob du Sachen im Feuer sehen kannst. Das Kartenspiel macht nicht wirklich Spaß. Und auch Igna, es ist einigermaßen unheimlich. Ich möchte den Mann gerne in dein Zelt verlegen. Er braucht Schlaf. Ich habe getan, was ich konnte für jetzt. Jetzt heißt es zu warten. Ja, wie gesagt, du hattest dann im Verlauf der Feuerwache von Jalan und Ömer dann dich um ihn gekümmert und dann konntest du dich eben auch hinlegen, weil, naja, nachdem du ihn dann ungefähr 20 Minuten betütelt hast, kannst du halt nichts mehr für ihn tun und er schläft dann. Genau, deswegen würde ich ihn dann gerne in Zeit verfrachten, dass er zumindest drinnen schläft. So, schauen wir mal, ob der Zwerg wach bleiben kann. Die Behinderung und sowas habe ich dir ja auch vorhin gesagt, das hatten wir mal durchgerechnet. Bei Jarland und Ömer würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, wieder erleichtert 10 und das Schwert die anderen Sachen. Also, wahrscheinlich ja, ich komme da bei ungefähr plus minus 0 raus. Ja, wahrscheinlich. Je nachdem, ob wir jetzt... ist eh egal. Genau, also wach bleiben kannst du. Kannst auch gerne nochmal eine Sinnschärfeprobe machen. Auf Sehen oder auf Hören? Beides. Oder du kannst das dir aussuchen, ob du jetzt sehen willst oder hören willst. Dann nehme ich doch Sehen. Und starrst in die Dunkelheit. Nichts geschieht. Nach 2 Stunden darfst du die beiden Magier weg. Ja, ich würde dann Abelmir so ein bisschen wachklopfen. Abelmir! Es ist eure Wache. Verdammt. Danke. Also. Quäl mich aus meinem schönen warmen Schlafsack raus wie Kälte. Danach hau ich mir erstmal vor den Kopf, weil ich gerade den anderen angeschissen habe wegen den Geheimnamen und jetzt habe ich es auch gemacht. Genau das wollte ich dir eben auch sagen.
Ja, haust du selber an mir vom Kopf? Igna schüttelt nur mit dem Kopf, sieht dich enttäuscht an, sagt aber nichts. Ja, dann die beiden Magier. Einmal Selbstbeherrschungsprobe, erschwert, nicht erschwert, dann minus 10 und ne, die anderen Sachen könnt ihr euch dann eben alle aus der Tabelle nehmen. 135, einmal Selbstbeherrschungsprobe, um wach zu bleiben und danach die Sinnenschärfeprobe. Erschöpfung haben wir nicht abgebaut, die sechste Schlaf. Also Erschöpfung werdet ihr wohl nicht mehr haben, wobei... Wachdauer, 2 Stunden. Ihr wurdet geweckt, also 2 Stunden habt ihr geschlafen während der Feuerwache von Torgosch. Okay. Dann und als 2 während der ersten Wache. 2 Stunden Wachdauer, plus 2. Wachverhalten, minus 5. Mach einfach mal eine Sinnschärfeprobe. Wie gesagt, sie ist erleichtert um 10 und dann irgendwo kommst du dann bei... Sekunde, Sinnschärfe. Du hast gerade gesagt, so eine Sinnschärfe machen, eine Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Minus 10. Okay. Erstmal die Selbstbeherrschung und dann die Sinnschärfe. Wie gesagt, wenn ihr dann irgendwann wegnickt, dann hilft euch auch die Sinnschärfe nicht mehr. Jo. So, Abelmir hat seine schon geworfen, dann brauche ich von Iolaus noch eine. Ja, Selbstbeherrschung habe ich auch geworfen, direkt über ihm. Genau, die Selbstbeherrschung, ja, aber die Sinnschärfe noch nicht. Ich bin aber auch eher gerade konzentriert darauf zu gucken, wie es dem Bohrengeweihten geht. Was ist das? Aminalaus. Was ist was? Zeige mal in die Dunkelheit. Seht ihr das? Nein, was soll ich denn? Da sind 4 Paar rote Augen. Da und dort. Seht ihr es jetzt? Ich versuche mich darauf zu konzentrieren. Kann ich es sehen? Nee, siehst du nicht. Ich sehe nichts. Seid ihr euch ganz sicher? Natürlich! Natürlich meine ich. Guck doch da! Sieht ihr das nicht? Nein, ich sehe nichts. Sind die beiden Bohrengeweihten noch wach? Du siehst, dass sie... Ja, nee... Einer wacht und der andere ist eingeschlafen. Euer Gnaden! Euer Gnaden! Hört er mich? Schaut dich an. Leg ich immer so ziemlich ran mit meinen Händen. Er nickt und legt dann seinen Finger auf den Mund. Ja, ich wege mit den Händen, wie gesagt, nur jetzt. Soll ich den Rest wecken? Ich zeig dann auf die roten Augen. Macht er was oder decke weiter? Er steht langsam auf und weckt wohl auch den anderen Boroni neben sich. Aminalaus, weckt am besten die anderen. Werde ich tun. Ja, dann gehe ich einmal rum und... Leise. Ja, ich gehe in die Zelte hinein, tippe die Leute an und zeige dann direkt mit Finger vor dem Mund. Gule. Da was? Arisia sagt rote Augen in der Dunkelheit. Die Boronis sagten, hier würden sich welche rumtreiben. Sie sind alarmiert. Weg die anderen. Mach ich. Ich möchte mir mein Kettenhemd überziehen. Ja, während dann der Magier weitergeht und die anderen auch nach und nach weckt. Ja, und dann zu den anderen Groschos. Flüstern mal den Brody ins Ohr. Die sind dicht an dicht. Warum tun sie das? Der Kampf ist heilig. Es darf nicht gesprochen werden. Und damit zieht er seinen Rabenschnabel. Gott. Daher. Kann ich irgendwo nochmal Würfel auf Magiekunde, ob die irgendwas Angst haben oder diese. Keine Ahnung, weiß ich, ob was ist? Weiß ich, was Ghule sind oder Ojana-Viecher? Du wirst sicherlich, na gut, Ghule.
Was Kunde sind das? Ja, es ist eine Magiekunde, damit du auch wirklich weißt, welche Gefahr von ihnen ausgeht. Ja. Plus 6, ja. Aber das Gefährliche an Ghoulen ist natürlich, dass sie Krankheiten verbreiten und du eigentlich sehr einfach dann dich auch in einen Ghoul wandeln könntest, nachdem du dann von einer Krankheit dahin siehst, den restliches Leben. Das ist eben ganz, ganz gefährlich bei Ghoulen. Haben die Angst vor Feuer? Das weißt du nicht. Gott. Alles hat Angst vor Feuer. Ja, ich trete erstmal einen Schritt zurück hinter den Boroni. Ja, wie gesagt, die beiden Boronis gehen nach draußen in die Nacht, ohne Angst zu zeigen. Beide ihren Rabenschnabel gezogen. Ich reihe mich neben den Mann. Ich wecke Eisenmann und Stahlmann und flüstere nur zu Ghule. Was sind denn jetzt schon wieder Ghule? Und Tote. Ach, scheiße. Ja, warte. Ich gehe mal auf Jerodin zu. Ich stehe gerade neben den Boronis und Maschinen, so, mit denen ich ihn hinterher möchte. Der verschwindet gerade klimpernd in der Nacht. Oh nein. Sollte jemand aus den Zelten jetzt rauskommen? Ja, immer, der hat jetzt hier seine Rüstung an, wenig dicke Kleidung und spannt gerade seinen Bogen. Ich flüstere mal so laut, dass alle hören, die in, sagen wir, 2 Meter Umkreis sind. Lasst euch nicht von ihnen kratzen. Sie übertragen fürchterliche Krankheiten. Flüstere mal zu den Boronis. Das sind Wölfe. Sie gehen weiter, ohne dich zu beachten. Ohne ein Wort zu sprechen. Ich gehe auch mit. Ich weiß, dass sie nicht sprechen, aber sie werden es jetzt wohl wissen. Wenn ich mal aus meinem Zelt rausgekommen bin und meinen Speer an habe, sehe ich die anderen vermutlich schon gar nicht mehr, richtig? Nee, die sind gerade verschwunden, hoffnungslos. Guckst noch ein bisschen ins Lagerfeuer, was dich blendet, jetzt gerade, wo du wieder geweckt worden bist. Wirklich erholsam war die Nacht nicht. Du wurdest jetzt das zum zweiten Mal geweckt und deine Nachtwache. Da brummt dir natürlich richtig der Schädel jetzt. Was macht denn die Trollerin? Die steht auch auf, nimmt sich ihre Streitaxt und bleibt am Feuer. Weißt du, Waffnir, man sollte sich nicht vom Feuer entfernen. Das ist gefährlich. Das wohl. Da mag die gute Frau wohl recht haben. Ja, nach etwa 10 Minuten könnt ihr erkennen, wie die beiden Boron-Geweihten zusammen mit Yalan wieder zurückkommen. Die Schreitkolben wieder zurückgesteckt. Das Einzige, was ihr noch gehört habt, war etwas Knurren. Die roten Augenpaare haben sich wieder entfernt. Sind immer auf Entfernung geblieben. Was dir allerdings aufgefallen ist, Yalan, nachdem du dich ein bisschen abgekniet hast, es waren nur Spuren von 2 Wölfen, nicht von 4. Seltsam. Es waren nur Wölfe. Ich dachte, ich hätte 4 gesehen, 4 Paar Augen, aber irgendwie waren nur 2. Ihr wisst schon, 2 Fußspuren zu sehen. Aber jetzt, wie gesagt, auch, es wären 4. Und sie werden wohl kaum 4 Augen jeweils haben. Immer dreht sich, Abdul dreht sich wieder um und Abdulon geht wieder in sein Zelt, um sich wieder Schlaf zu nehmen. Kann ich Magiekunde prüfen? Ich hab das zwar sauschlecht, aber... Kannst du was versuchen, ja. Komm, mit der 0, Doppel-1 ist immer drin. Ne, ich weiß von nichts. Ich denke, nächstes Mal, wenn sie sich zeigen, werden wir ihnen einen Pfeil oder so entgegenschicken. Wir können es uns nicht leisten, dass hungrige Tiere sich um unser Lager schleichen. Aber die Hirudin haben Wölfe rote Augen? Diese hier scheinbar. Wahrscheinlich war es eine Reflexion vom... Nennt man das so? Ja, das nennt man so. Vom Lagerfeuer. Oder vielleicht sind sie irgendwie von... Naja, von drüben beeinflusst. Nun ist möglich, dass Augen schimmern, doch... Eigentlich ungewöhnlich. Ja, aber ist es bei Katzen nicht auch so? Deren Augen schimmern ja auch im Dunkeln sehr stark, wenn man ein bisschen reinleuchtet. Eigentlich nicht rot, nein. Ja. Punkt ist, von den Spuren her waren es definitiv Wölfe. Na gut, es ist keinen Zweifel dran. Nun ja, das sind besser Wölfe als Ghule. Wie gesagt, falls sie sich nochmal blicken lassen, weckt mich oder immer auf. Wir werden denen mal einen Pfeil entgegenschicken, um sie davon zu überzeugen, dass wir keine gute Beute sind. Gibt es Ghoulwölfe? Jetzt malt ich die Niederhöllen an die Wand.
Nun, ich will nichts außer Acht lassen. Aber es warfen hier sind zumindest wieder weg. Dann gehe ich wieder schlafen. Nein, wir sollten uns alle wieder hinlegen. Die Sonne geht bald wieder auf. Mir brummt der Schädel. Die restliche Nachtwache wird ereignislos verlaufen. Aber an Regeneration ist nicht zu denken, nachdem ihr einen gestörten Schlafrhythmus habt. Immer wieder aufgeweckt. 2 Stunden konntet ihr am Stück schlafen. 2 Stunden. Wäre 1W6 minus 4. Plus natürlich nach dem Modell dafür wahrscheinlich hier den guten oder schlechten persönlichen Schlafplatz. Also plus 0 nochmal dazu oder nochmal einen Punkt weniger wegen dem schlechten Schlafplatz, wenn die Probe nicht geschafft hat am Anfang. Mhm, richtig. Ja komm, 1W6 minus 5 nehme ich mit. Vielleicht habe ich eine K.O.-Probe. Nee, ja gut, wird dann Konzi-Probe oder Induktionsprobe kann ich trotzdem noch. Eure schlechten Eigenschaften sind zumindest jetzt entweder erhöht oder neue Existenz. Ihr bekommt Jezorn plus 2 oder er steigt auf 6. Das sind temporäre Jezorn-Punkte. Einfach aufgrund von Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Erschöpfung, teilweise vielleicht auch ein bisschen Rauch, den ihr eingeatmet habt, oder schmerzende rote Augen, weil ihr ins Feuer gestarrt habt. Ihr habt keine Lust mehr. Kann ich im Sattel schlafen? Ob du im Sattel schlafen kannst, wenn dein Tier... Ja gut, wenn du eine hohe Tierloyalität hast und du dir vertrauen kannst, ja. Okay, mit LO19 wäre das vielleicht möglich, aber wenn du vom Pferd fällst, ja, ist das immer schmerzhaft. Ich wollte mich darauf stützen, dass ich Raten auf 14 habe, aber an die LO habe ich natürlich nicht gedacht. Was eine Verschwendung. Was eine Verschwendung. Und so geht am nächsten Tage die Reise weiter. Ja, dieses Mal wird natürlich auf Bitten von euch Yoga verstärkt nach Wild Ausschau halten. Und wenn ihr möchtet, könntet ihr das erste Mal jagen, was auch immer ihr dann tut. Ob ihr eine Hetzjagd macht, eine Ansetzjagd. Im Schnee ist das natürlich schwierig möglich, aber sie deutet auf einen Steinbock, der in einiger Entfernung da im Schnee auf einem kleinen Feld steht und dann wieder über die Berge, über die Hügel wegspringt. Wäre möglich. Alternativ könntet ihr auch eure Vorräte mit Fischen und Angeln aufstocken. Immer hast du den Bock gesehen. Abdullon meint ihr? Abdullon hat natürlich den Bock gesehen. Sollen wir uns da hinterher schleichen oder soll ich den einfach niederreiten? Immer schaut mal das Gelände an, ob man den niederreiten kann oder ob der jetzt hier ernsthaft übers Gebirge gehoppelt ist. Genau, ich frage einfach mal, könnte man hier Hetz jagen? Ist es ein Steinbock im Gebirge? Das ist nicht die Frage. Könnte man hier Hetz jagen? Du kannst es mit einer erschwerten Reitprobe versuchen. Ja, Hetzjagd ist ja sein eigenes Metatalent. Also die Frage, dürfte ich auf das Metatalent Hetzjagd würfeln? Ich erlaube es dir, ja, aber ich sage, die erschweren es nicht. Das wird erschwert. Gut, wenn es sowieso erschwert wird, ist es nicht mehr nützlich und es geht los. Genau, es liegt Schnee und es ist Gebirge. Und ja, du kannst es halt versuchen. Ja, da wird immer auf die Pirschjagd gehen. Richtig, ich gehe auch auf die Pirsch. Abdullah meine ich. Kann ich Speerfischen? Kannst Speerfischen, klar. Also, ob das jetzt Eisangeln ist, ja gut, also du schlägst dir dann irgendwo einen kleinen See auf, der dann das ein oder andere Mal an einem Tal liegt, also neben dieser kleinen Sichelstieg, kannst du dir dann, irgendwann, wenn ihr rastet, schlägst dir mit einer Hacke das Eis auf und Speerfischen oder Angeln. Der Schlag ist geschafft. Dann kannst du einen Steinbock erlegen. Das sollte, glaube ich, damit drin sein. Mit der Erschwernis. Immer, wie kommst du auf minus 4? Kurzbogen plus 3 Erschwernis, Meisterschütze minus 7 Erleichterung. Ah, natürlich. Ja, genau, den habe ich zum Beispiel nicht. Genau, aber du hast einen Langbogen, der gibt ja grundsätzlich nochmal plus 2 Erleichterung an genau. Sich. Wenn mehrere losgehen, wird das zusammengerechnet. Das heißt, wir hätten zusammen 18 Kilo Fleisch geschossen. Was die anderen können, kann ich auch. Ich gehe jetzt Nahrung sammeln.
War also, also haben wir wirklich einen Bock geschossen. Das war vermutlich genau der Bock. Immer also, kommt von der einen Seite, ich von der anderen. Steinbock ist ungefähr so groß wie ein Schaf. Gewicht wären das so um die 70 Kilo. Böcke sind dann bis 100 Stein schwer und dementsprechend ist das dann auch viel Wolle. Naja gut, Milch werdet ihr nicht brauchen. Horn von dem Widder könntet ihr holen, aber damit ihr das ganze Fleisch eben abtrennen könnt, um dann nicht zu verschwenden, ist das erst einmal eine Fleischerprobe. So, das ich würde sagen, wir nehmen den einfach und bringen ihn zu Yoga. Das, ja, Abdullah wird das in dem Lager machen wollen mit dem Fleischern. Und wenn du das kannst, dann ist gut. Ja, aber ich kenne mich nur mit dem Schießen aus, nicht mit dem Ausnehmen. Wird sich dann dein Dolch schnappen und versuchen, das Tier zu fleischern. Erklär mal, wie ziehst du das am besten ab? Also das, ja, das ich packe hier an der Halsschlagader an, schneide hier mal auf, drehe das Tier um, das bleibt jetzt irgendwie 10 Minuten lang hier liegen, damit der größte Teil des Blutes raus ist. Das brauchen wir nicht. Ich habe mal gehört, dass manche Leute auch Suppe machen, aber das finde ich erwiderlich. Ja, dann zeigt er dir, wie er jetzt hier und da Schnitte macht und dann immer sagt, hier, guck mal, da packst du das mit dem Daumen oben drüber, mit dem Messer unten drunter, dann kannst du es ziehen. Und dann fängt er an, das abzuziehen. Also wenn man das richtig haben will, es gibt ja noch irgendwelche Lederertechniken, um sozusagen, dass das Fell nicht so in ganz kleinen Streifen rauskommt, wie bei mir jetzt, sondern in größeren Streifen, dass man das verarbeiten kann, aber das habe ich irgendwie nie so, weiß nicht, ich habe das mehr aus der Küche herausgelernt. Nicht so wie Kirschner das machen. Kirschner können das richtig, dass das ganze Fell sozusagen zu größten Teilen ganz bleibt, dann haben die sozusagen zwei ganz große Brocken Leder hier rausbekommen. Na gut, das brauchen wir ja nicht. Bei Swafnir, habt ihr aber eine gute Jagd gemacht. Gleich zwei. Heute können wir gut essen. Und Eisemann, der halbe Torwaler, hat auch eine ganze Menge hier mit seinem Speer erdolcht. Ich meine, wenn man Torwaler in eurer Größe misst, ist er eher ein Drittel, oder? Wollt ihr das Ganze jetzt transportieren auf euren Eseln, oder wie macht ihr das? Wir werden das jetzt verarbeiten, verkochen und dann sozusagen erstmal irgendwie aufteilen, auf alle Leute ein bisschen aufteilen, dass wir den ganzen Tag was davon haben. Beziehungsweise wahrscheinlich können wir davon jetzt hier zwei Tage essen. Und alles, was wir nicht essen können, schmeißen wir ins Feuer.